Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit den neuen M&M's Schoko-Eggs im Test. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, die kenne ich doch schon, die hast du schon getestet. Nein, es sind andere Schokoladeneier von M&M's. Und die gibt es jetzt neu in Belgien, den Niederlanden und in Luxemburg. Und ich habe sie liebenswerterweise von Food News Luxemburg zugeschickt bekommen. Das war so eine kleine Überraschung in einem ganz spannenden Paket, wo noch einige Produkte drin sind, die ich euch noch zeigen werde. Da waren unter anderem die Giotto Brownie drin, die habe ich euch ja schon gezeigt, aber da war auch noch was anderes drin und das gibt es auch bald im Test. Aber jetzt für mich auch eine richtig coole Überraschung, die neuen M&M's Schoko Eggs. Ihr kennt die alten, die waren so etwas härter mit einer harten Füllung, die konnte man dann so lutschen. Das waren so wie M&M's quasi in großer Form. Und das hier scheinen Schokoladeneier zu sein, mit einer weichen Füllung und kleinen M&M's innen drin. Und das sind beides mal die gleichen, aber ich fand die Verpackung so schön, dass ich euch beide Verpackungen zeigen musste. Einfach hier sieht man die Eier so ein bisschen besser. Aber ich habe die Eier auch schon kontrolliert. Die haben tatsächlich die gleiche Größe. So, und ich mache jetzt mal die Verpackung auf. Da fällt es nämlich weniger auf, wenn man da was rausnimmt, als ich die mal weiter verschenken werde. Was ich aber natürlich, weil ich teile ja immer Süßigkeiten, ihr Lieben. Ne? Ich teile ja wirklich. Und ich bin immer dankbar, wenn ich die neuen Sachen probieren kann. Und dann wird der Rest, der wird immer geteilt. Und es gibt ja noch so vieles zu probieren. Es kommt aber auch sehr, sehr häufig vor. Das heißt, es kommt gelegentlich mal vor, nicht häufig, dass ich dann Sachen auch ganz aufesse. Wie zum Beispiel die neuen Ferrero Küsschen, eine Stange Giotto, hat bei mir auch schon gelitten. Und jetzt werden erstmal die M&M's Eier enthüllt. Und es sind tatsächlich vollkommen untypisch für M&M's. Richtige Schokoeier. Und ich glaube, ich werde die erstmal gleich auseinanderschneiden und dann gucken wir die uns mal von innen heraus an. Und jetzt schauen wir uns die M&M's Schoko Eggs mal in Großaufnahme an. Ich habe die einmal in der Mitte durchgeschnitten und da könnt ihr sehen, hier stecken wirklich ganze M&M's drin. Ich glaube, es sind so Mini-M&M's. Und dann habe ich ein Ei auch nochmal geteilt. So sehen die aus. Und so sehen die von außen aus. Und von außen könnte man echt meinen, dass es ganz normale Discounter-Schokoladeneier sind. Aber innen drin haben wir halt, wie gesagt, die M&M's. Und ich bin gespannt, wie die Eier gleich im Ganzen schmecken. Klein und rund, schon sind sie im Mund. Moment, das waren die Schokobons, sorry. Also der Werbespruch. Man schmeckt die M&M's, man schmeckt die Schokolade, aber die Schokolade ist nicht so ganz mein Fall, muss ich sagen. Und Schoko-Freunde unter uns wissen vielleicht warum. Und es schmeckt so ein bisschen sehr, sehr klassisch, also wie so eine Discounter-Schokolade im Niedrigpreissegment. Man ist ja mittlerweile so verwöhnt mit diesen ganzen Kakaonoten und Intensivsorten, dass wenn man jetzt eine ganz normale Schokolade vorgesetzt bekommt, jetzt als Junkfood-Guru, denkt man echt so, oh mein Gott, ja stimmt, den Geschmack gibt es ja auch noch. Und dann freut man sich, dass hier ein paar M&M's drin sind. Denn das ist schon ganz lecker und ganz yummy. Die holen es so ein bisschen raus, aber die harten Eier, ich weiß, da rollen mir schon die Eier vom Tablett. Die harten Eier fand ich irgendwie besser und cooler vom Geschmack gelungen. Und deswegen mache ich auch immer so gerne Tests aus dem Ausland. Wenn es die Sachen hier nicht gibt, wisst ihr manchmal auch, hey, gar nichts verpasst da draußen. Könnt ihr euch normale Schokoeier holen, ein paar M&M's reinkloppen. Gilt auch. Das Geilste wäre ja wohl mal Schokobons mit M&M's, oder? Oder Schokobons mit Smarties. Oder irgend so ein ganz verrücktes Crossover, würde ich mir echt wünschen. Die M&M's auf einer Skala von 1 bis 10, die sind in Ordnung. Die bekommen 7 Punkte. Aber ich hätte irgendwie eine
etwas geilere Schokolade erwartet. Da könnte sich Mars vielleicht nochmal ein bisschen tiefer graben, ein bisschen mehr Mühe geben. Und dann wäre das richtig cool. So gesehen, nichts verpasst, ihr Lieben. Gut zu wissen. Und wenn ihr was verpasst, dann machen wir 1000 Petitionen und dann hoffen wir und drücken die Daumen, dass sie nach Deutschland kommen. Müssen wir hier nicht machen. Wir haben ja schon M&Ms und auch diese anderen Schokoeier. Hier oben könnt ihr übrigens den Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Daumen nach oben, die Glocke aktivieren, lohnt sich auch. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüss!